Grüß Gott, ich bin Weihbischof Martin Gechter von Basel. Ich wohne in Solothurn und in den letzten 20 Jahren bin ich schon 9-mal an Weltjugendtagen gewesen, zu denen unsere Päpste alle 2-3 Jahre einladen. In diesem Sommer 2013, Juli, war ich in Brasilien, in Rio de Janeiro, und da habe ich dieses T-Shirt bekommen, wo alle der Weltjugendtreffen drauf sind. Das erste in Rom 1968, dann 86, im Jahre 1987 war es in Buenos Aires. Zum ersten Mal bin ich vor 20 Jahren in Denver gewesen, 93, dann 95 in Manila, 97 in Paris, im Jahre 2000 in Rom, 2002 in Toronto in Kanada, 2005 in Köln, Deutschland, 2008 in Australien, in Sydney, 2011 in Madrid und jetzt 2013 in Brasilien, Rio de Janeiro. Es waren immer viele Jugendliche, Hunderttausende zusammengekommen. Jetzt in Rio am Schluss seien es 3 Millionen gewesen mit den Erwachsenen, die am Gottesdienst an der Copacabana gewesen sind, Papst Franziskus und etwa 700 Bischöfe aus aller Welt. Ich war bei diesem Weltjugendtag 2 Wochen in Brasilien, die erste Woche in der großen Stadt São Paulo, hat 20 Millionen Einwohner, viele Wolkenkratzer. 20 Millionen, das sind 2,5-mal so viele Leute in der Schweiz leben. Eine Stadt mit vielen Wolkenkratzer, aber auch mit vielen Obdachlosen, die wir auch mit Gruppen von Jugendlichen besucht haben und auch gesehen haben, wie ihnen viele helfen, wenn sie auf der Straße leben, dass sie wieder mal ein gutes Essen bekommen oder dass sie sich auch waschen können, dass sie zu einem Arzt, der freiwillig gratis kommt, ihnen helfen kann und so weiter. Wir haben auch gesehen, wie viele Ausländer es gibt, Migranten aus Bolivien oder aus Haiti, wo es Erdbeben gab, wie man da auch versucht, denen neue Arbeit zu geben in Brasilien. Dann sind wir nach Rio de Janeiro gefahren, das ist eine schönste aller Städte der Welt. Es liegt am Meer mit schönen Buchten, mit schönen Stränden, mit Palmen, aber dann auch mit hohen Bergen. Ein Strand ist besonders bekannt, Copacabana, ein Sandstrand, 4 Kilometer lang, 200 Meter breit. Da kommen die Leute von Rio de Janeiro am Silvester immer zusammen auf diesem Strand und feiern Silvester. Es kommt 1 Million zusammen, Silvester, weil es auf der Südhälfte der Erdkugel ist, ist am Silvester heißester Sommer. Da wird dann dort getanzt, gefeiert, Feuerwerk. Und jetzt waren wir im Juli dort mit dem Papst, da ist sogenannter Winter, immer noch 20 Grad. Da sind eben 1 bis 3 Millionen Leute zusammengekommen, um mit dem Papst Gottesdienst zu feiern. Es hat 14 große Bildschirme gegeben vom Fernsehen, dass auch die, die weit weg waren vom Podium mit dem Papst, mit dem Altar, dass sie auf der Großleinwand den Papst groß und nah sehen konnten. Was passiert an den Weltjugendtagen? Da kommen also Jugendliche zusammen aus 170 Ländern, aus allen 5 Kontinenten, begegnen sich. Das ist sehr interessant, da gibt es viel Austausch zwischen den Afrikanern, den Europäern, den Amerikanern, den Afrikanern. Da kann man sich sehr vieles erzählen. Dann kommen auch Hunderte von Bischöfen aus allen Ländern. Die haben dann an 4, 3 Tagen sogenannte Katechesen, dass sie über den Glauben sprechen und diskutieren mit den Jungen. Dann haben die Jungen selber
führen Konzerte auf, Musicals, Tanzen, Theater. Es gibt sehr viele Begegnungen. Am Freitag, Nachmittag, abends wird durch die Stadt einen großen Kreuzgang begangen mit sehr eindrücklichen Meditationen. Am Samstagabend ist die Vorabend, eine Vigil, eine Abendfeier. Der Papst ist da, da haben die Jugendlichen sehr schön die Geschichte von Franz von Assisi aufgeführt, wie Franz von Assisi den Ruf von Gott hörte, baue die Kirche wieder auf. Und da haben die Jugendlichen aus Balken eine Kirche vor dem Papst aufgebaut. Und dann kam ihnen die Eingebung, Gott will ja nicht eine Kirche aus Stein und Holz, sondern eine lebendige Kirche. Und haben sie diese Kirche wieder, die Balken abgetragen, auf die Schulter geladen und sind tanzend und singend unter die anderen Jugendlichen gegangen. Wir sollen lebendige Kirchen sein. Wir sollen an Christus, den Erlöser, glauben. In Rio de Janeiro gibt es ja auf dem Corcovado, auch einen hohen Berg mitten in Rio, eine große Christusstatue, die ist 34 Meter hoch, wo Christus alle Leute umarmt. Das war das Kennzeichen auch dieser Weltjugendtages. Das war auch die Symbolik. Christus erwartet uns alle, er ist unser Freund, er ist unser Erlöser, er ist der, der uns gern hat, der alle gern hat, der niemanden ausschließt, auch die, die Dummheiten gemacht haben, er ist der Erlöser aller. So hilft der Weltjugendtag, dass wir den Glauben an Christus finden, dass wir die Kirche erleben, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, Nationen. Man hat Katechesen in 35 Sprachen gegeben. Es gab vier Hauptsprachen. Portugiesisch, wie man in Brasilien spricht. Spanisch, wie man in den anderen Ländern von Lateinamerika spricht. Dann Englisch und Italienisch. Aber auch die anderen Sprachen, indische Sprache, Chinesisch, alles wurde auch in verschiedenen Gruppen gesprochen. Also diese Völkerverständigung. Und ganz besonders schön ist bei jedem Weltjugendtreffen, wie sich auch Jung und Alt finden. Viele Jugendliche dürfen in Familien wohnen oder in Schulen, katholischen Schulen, und erleben sie, wie sie gastfreundlich aufgenommen werden. Und sie erleben, wie viele liebe Erwachsene es gibt, die alles tun für die Jugendlichen. Die Erwachsenen staunen, wie viele anständige, fröhliche, dankbare Jugendliche es gibt. Der wird also auch für die Verständigung der Generationen und der Menschen viel getan. Und dann ist die Begegnung mit dem Papst, sind Gottesdienste, die einem helfen, im Glauben zu vertiefen, zu sehen, was wir als Christen machen können, auch was Jugendliche machen können. Und so bringen die Weltjugendtreffen für alle, die da mitmachen, ein großes Erlebnis und eine Vertiefung des Glaubens.